Herzlich willkommen zu unserem Video, in dem wir euch den Bau unserer Do-It-Yourself-Dreierpendelleuchte zeigen. Die Leuchte besteht ausschließlich aus unseren Bauteilen, sodass das Nachbauen wirklich einfach umzusetzen ist. Dann weise ich euch noch darauf hin, dass ihr, bevor es gleich losgeht, die Sicherung rausnehmen müsst und nachdem ihr die Sicherung rausgenommen habt, auch noch einmal mit einem Spannungsprüfer überprüft, ob die Kabel wirklich keinen Strom mehr haben. Als allererstes zeige ich euch kurz die Bauteile, die für den Bau der Leuchte benötigt werden. Da ich mich für eine Dreierpendelleuchte entschieden habe, wird auch ein Dreiloch-Baldachin benötigt. Der Baldachin ist inklusive Zubehör wie Schrauben, Dübel und Zugentlaster. Bei dem Zugentlaster habe ich mich allerdings dazu entschieden, welche zu nehmen, die auch vermessingt sind und so dann eben perfekt zu dem Baldachin passen. Da an dem Ort der Montage der Stromauslass nicht direkt über der Leuchte liegt, benötige ich dort noch einen zweiten Baldachin, der dann den Stromauslass überdeckt. Aus diesem Grund hat der zweite Baldachin auch nur ein seitliches Loch, da das Kabel hier nur an der Decke entlang geführt wird und die beiden Baldachine verbindet. Da es den Dreiloch-Baldachin leider nicht mit einem zusätzlichen seitlichen Loch gibt, habe ich das seitliche Loch noch selbst hineingebohrt. Das ist mit einem Bohrer auch einfach zu Hause zu machen. Das Video dazu könnt ihr hier finden. Dann ist das von mir gewählte Kabel und die Lampenfassung und die drei Leuchtmittel hier zu sehen. Alle Bauteile sind in Material, Oberfläche und Ausführung natürlich variabel und zum Beispiel auch auf eine Zweierpendelleuchte anpassbar. Zuletzt benötigt ihr noch Vago-Klemmen, um auch die drei Leuchtmittel eben zusammen anschließen zu können. Zunächst müsst ihr drei Kabel auf die Länge zurechtschneiden, die ihr für die Pendel benötigt. Dann isoliert ihr diese auf beiden Seiten ab und falls ihr dort nicht wissen solltet, wie das geht, findet ihr unser Video dazu auch hier. Wenn ihr das dann gemacht habt, beginnt ihr damit, die Fassung an das Kabel anzuschließen. Auch hier gilt, wenn ihr da nicht sicher seid, wie das geht, dann findet ihr unser Video dazu hier. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass es notwendig sein kann, die kleinen Gewinderöhrchen von den Zugentlastern zu entgraten, damit das Textilkabel nicht vielleicht beschädigt wird. Das müsstet ihr vielleicht tatsächlich einmal ausprobieren und dann eventuell mit einer Rundfeile dann eben noch entgraten. Bevor ihr den Stein in die Kappe drücken könnt, müsst ihr zumindest bei dieser Fassung die kleine Schraube in der Kappe lösen, um das Gewinderöhrchen von dem Zugentlaster hineindrehen zu können. Wenn ihr das Gewinderöhrchen des Zugentlasters dann reingedreht habt, müsst ihr die Schraube wieder festziehen und könnt dann den Zugentlaster auf das Gewinderöhrchen drehen. Danach schraubt ihr die kleine Madenschraube so lose hinein, dass sie hält, aber eben nicht nach innen steht und das Kabel noch durchgezogen werden kann. Dann führt ihr das Kabel mit der angeschlossenen Fassung durch die Kappe hindurch. Dabei müsst ihr etwas vorsichtig sein, damit ihr den Textilmantel des Kabels nicht beschädigt. Komplett durchgezogen könnt ihr dann den Stein in die Kappe einsetzen. Ihr könnt hier sehen, wie ihr den Stein auch richtig einsetzt, sodass er wirklich richtig sitzt. Danach müsst ihr noch den Mantel raufschrauben, die Madenschraube vom Zugentlaster festziehen und natürlich die anderen zwei Fassungen anschließen. Dann geht es auch schon daran, die Kabel mit den Zugentlastern im Baldachin zu fixieren. Dafür fädelt ihr zunächst den Zugentlaster auf das Kabel auf und danach das kleine Gewinderöhrchen. Seid hier auch vorsichtig, damit ihr das Kabel nicht beschädigt. Dann schraubt ihr die beiden Teile so zusammen, dass noch ungefähr die Hälfte des Gewinderöhrchens sichtbar ist und führt das Kabel von außen in das Loch des Baldachins ein. Von innen schraubt ihr dann eine Mutter auf das Gewinderöhrchen, um das Ganze zu befestigen. Die Mutter zieht ihr hier bitte aber noch mit einer Zange fest, damit es wirklich gut befestigt ist. Das Kabel in dem Zugentlaster ist so immer noch beweglich und die Länge im Nachhinein einstellbar. Das gleiche macht ihr dann auch mit den beiden anderen Kabeln. Nun legt ihr die Länge der Kabel endgültig fest. Dafür schraubt ihr die Leuchtmittel in die Fassung und messt ab, wie lang eure Kabel samt Fassung und Leuchtmittel sein sollen. Wenn ihr das gemacht habt,
könnt ihr das Kabel noch so weit hin und her bewegen, dass die Länge stimmt und dann die Madenschraube am Zugentlaster festziehen. Dann ist das Kabel befestigt und nicht mehr beweglich. Das macht ihr dann natürlich auch mit allen drei Kabeln. Jetzt geht's schon an die Verkabelung. Hierfür braucht ihr dann die Vago-Klemmen. Dabei gilt, dass die gleichen Farben in dieselbe Klemme kommen. Also alle braunen Kabel zusammen, alle blauen und alle grün-gelben. Ich nutze hier 5er-Klemmen, weil noch das Verbindungskabel zum Stromanschluss und die Erde des Baldachins in den nächsten Schritten angeschlossen werden. Dann bohrt ihr die beiden Löcher für die Befestigung des Baldachins, steckt dann die Dübel in die Löcher und schraubt den Bügel für die Befestigung des Baldachins fest. Dann kümmere ich mich im nächsten Schritt um den Baldachin für den Stromauslass. Dort bohre ich ebenfalls 2 Löcher, stecke die Dübel hinein und schraube den Bügel fest. Für den nächsten Schritt habe ich bereits das Verbindungskabel der beiden Baldachinen in der Länge, die ich benötige, zurechtgeschnitten und auf beiden Seiten abisoliert. Da benötige ich wieder Vago-Klemmen, um die Kabel, die aus der Decke kommen, und das Verbindungskabel zwischen den beiden Baldachinen zusammenzuführen. Hierfür benötige ich eine 3er-Klemme. Im Video verwende ich jetzt eine 5er-Klemme, da ich leider keine 3er-Klemme zur Hand hatte. Und außerdem 2 2er-Vago-Klemmen. Auch hier gilt wieder, dass dieselben Farben zusammen in einer Klemme angeschlossen werden. In Altbauten kann es, wie hier auch der Fall sein, dass das eine Kabel, das aus der Decke kommt, nicht braun ist, sondern schwarz. Ihr führt also das Kabel durch das seitliche Loch am Baldachin und schiebt ihn bis zur Decke. Dort könnt ihr den Baldachin dann mit den kleinen Schrauben an der Seite an den Bügeln befestigen. Dann nehmt ihr das Verbindungskabel der beiden Baldachine, führt es durch das seitliche Loch des Dreiloch-Baldachins und schließt es ebenfalls an. An der Decke müsst ihr dann nur noch die Erde des Baldachins in die Klemme einführen und den Baldachin mit den kleinen Schrauben an der Seite am Bügel befestigen. Variabel ist es hier auch, ob ihr für das Verbindungskabel zum Beispiel eine Affenschaukel benutzen wollt, damit das Kabel nicht so ein bisschen an der Decke durchhängt. Eine andere Alternative wäre es, die Zugentlaster mit Madenschrauben an den seitlichen Löchern zu benutzen, damit das Kabel dort fixiert ist und nicht durchhängen kann. Das müsst ihr aber einfach selbst wissen, wie ihr das gerne mögt und das optisch gerne hättet bei euch. Im letzten Schritt schraubt ihr dann die Leuchtmittel in die Fassung. Macht dann die Sicherung wieder rein und schaltet den Lichtschalter an. Fertig ist die Leuchte. Sie ist echt schön, finde ich, und macht ganz tolles, gemütliches Licht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Feedback und vergesst nicht, ein Like, einen Kommentar und ein Abo dazulassen. Thank you.